Guten Abend, herzlich willkommen zu einem Online-Event der Java User Group Switzerland. Mit uns hier ist heute Abend Matthias Häusler. Guten Abend, Matthias. Hi, guten Abend in die Schweiz. Bevor Matthias loslässt mit seinem Vortrag, rasch ein paar Infos vorneweg. Ihr könnt interagieren mit uns und mit Matthias über die Plattform BigMarker, die wir hier verwenden. Es gibt im Prinzip zwei Bereiche. Da habt ihr den Chat. Da könnt ihr einfach quatschen, was ihr wollt. Ihr könnt eure Befindlichkeit zum Ausdruck bringen. Ihr könnt sagen, wenn ihr technische Probleme habt, Tonprobleme, Bildprobleme und so weiter. Markus aus dem Hintergrund wird das überwachen und euch da antworten. Wenn ihr aber eine Frage zum Inhalt habt an Matthias, dann wechselt bitte in das zweite Tab Fragen und Antworten und stellt eure Fragen da. Wenn die Frage so ähnlich schon da ist, dann müsst ihr die nicht nochmal erfassen, dann könnt ihr einfach die Frage, die euch interessiert, upvoten. Im Anschluss an den Talk werdet ihr automatisch weitergeleitet ins London. Und es würde mich freuen, wenn der eine oder die andere dann auch mit uns darüber wechselt ins WonderMe, weil Matthias wird auch da sein und der kann dann die Fragen noch direkt beantworten. Ist immer ganz lauschig und lustig, also nur Zumut und mal rüberwechseln ins WonderMe. Und dann sind wir schon beim Thema des Abends, Container. Also Container kennen wir ja schon einige Jahrzehnte. Was wir hier sehen, das ist der intermodale Cargo-Container, ein Erfolgsmodell. Da hat man sich auf standardisierte Transportcontainer geeinigt mit ganz bestimmten Eigenschaften, wie die gestapelt werden können, wie sie verschlossen werden können, wie sie an Strom angeschlossen werden können, um zu kühlen und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass das internationale Transportwesen einen Riesensprung vorwärts gemacht hat. Es wurde viel effizienter, die Kosten sind gesunken. Und wir wissen ja, wie Container gehandhabt werden mit Kranen, mit Schiffen, mit Lastwagen, mit Zügen. Und das ist alles nur möglich, weil diese Standardisierung da stattgefunden hat. Und diesen Erfolg, den möchte man jetzt natürlich auch in der IT entsprechend haben, dass das eine gleiche oder ähnliche Erfolgsgeschichte wird, die IT-Container auch da standardisieren wird, damit jede Applikation, egal ob Datenbank, Fachapplikation, irgendein Skript, alles wird identisch verteilt, wird identisch konfiguriert, wird identisch betrieben. Und das ist natürlich die Voraussetzung, damit wir dann auch hier die genau gleichen Skaleneffekten sehen. Und entsprechend sind Container auch rasch attraktiv geworden und haben sich verbreitet. Und die Frage stellt sich dann einfach, wie packen wir als Entwickler unsere Anwendung in so einen Container rein? Und genau das ist das Thema, zu dem wird heute Abend Matthias sprechen. Es gibt da verschiedene Wege. Matthias ist Chief Technologist bei der Novatec Consulting. Er ist Dozent an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Er organisiert Meetups in Stuttgart zu der Cloud Foundry Plattform. Er tritt immer wieder an Konferenzen und in User Groups und an Meetups auf und so heute auch bei uns. Schön bist du hier, Matthias. Ich möchte gar nicht mehr länger werden und übergebe gleich an dich für deinen Vortrag. Vielen Dank. Gut, dann guten Abend natürlich von meiner Seite. Thomas, vielen Dank für die umfassende Vorstellung. Das spart mir dann nachher schon ein bisschen Zeit in meinem Vortrag. Jetzt, ich glaube, ist das Screensharing auf mich übergesprungen. Dann gehe ich mal in Richtung von meiner Präsentation. Ich hoffe, ihr könnt das alles soweit gut sehen. Und werde die dann mal starten. Den Talk habe ich dieses Jahr schon ein paar Mal gegeben, immer ein bisschen in leicht abgewandelter Form. Es kommt immer was Neues dazu. Ich glaube, das war bei der Software Architecture Alliance, wo der Thomas bei mir als Zuhörer dabei war und über die Konferenz und auf die Idee gekommen, das eben auch hier zu geben. Das heißt, diesen Java User Group Schweiz Button werde ich hier auf jeden Fall noch einfügen. Ich hoffe, man kann es hier unten ein bisschen sehen. Und genau, dann steigen wir mal ein. Ich meine, grundsätzlich vorab vielleicht,
Thomas hat es auch schon gesagt, ich habe jetzt nicht die ganze Zeit den Chat im Blick, werde da aber immer mal reinschauen. Wenn Fragen sind, sofern das technisch möglich ist, und ich glaube, das geht, könnt ihr auch gerne euer Mikrofon einfach unmuten und hier was fragen. Ansonsten, oder mich darauf hinweisen, dass im Chat irgendwas ist. Ich bin jetzt grundsätzlich nicht so der Fan davon, das hier alles nur runter zum Beten und dann die ganzen Fragen am Schluss zum haben, sondern das ist ja eigentlich das Schöne an so Meetups und User Groups, dass das alles nicht so zwanghaft sein muss. Und wenn dort irgendwelche Fragen zu einem dedizierten Thema sind, dann bitte einfach raus damit, sofern ich es weiß oder was dazu zeigen kann, werde ich es wahrscheinlich auch machen. Wenn nicht oder wenn es dann später kommt, werde ich eben darauf hinweisen. Und ja, von Zeit zu Zeit werde ich einfach mal rüberschauen, ob dort irgendwas sich angesammelt hat. Aber bitte da keine falsche Scheu. Mir ist es lieber, das interaktiv zu gestalten, als jetzt so einen kompletten Monolog. Dann, zu mir brauche ich nicht mehr arg viel sagen, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich sah wirklich mal so aus. Die Lockdown- und Corona-Phase ging dann auch ein wenig spurlos vorbei. Ich war seitdem nicht beim Friseur, von daher hat sich das alles ein bisschen verändert. Mal schauen, wenn das Ganze hoffentlich irgendwann mal vorbeigeht, werde ich mir vielleicht die Haare oder mal schneiden. Ansonsten, ja, ich sitze im Raum Stuttgart bei der Firma Novatec. Das bin aber grundsätzlich, sofern es das erlaubt, bei Kunden überall im deutschsprachigen Raum unterwegs. Ich war, bevor ich bei der Novatec war, 17 Jahre bei der IBM, dort in der Zeit dann wirklich auch sehr oft bei Kunden in der Schweiz. Von daher finde ich es ein bisschen schade, dass das jetzt heute online stattfinden muss. Ich wäre sehr gerne wieder mal gekommen, aber vielleicht ergibt sich da dann nächstes Jahr oder so mal eine Möglichkeit. Okay, ansonsten, denn das werde ich nachher sicher nochmal zeigen oder dann vielleicht auch den Link noch rumschicken. Ein Teil meiner Präsentation wird aus Slides bestehen, wie man hier sehen kann. Ich versuche aber auch definitiv, den großen Teil davon auch live zum zeigen. Und da das wahrscheinlich teilweise ein bisschen schnell geht oder zu schnell geht, um da jetzt direkt live mitzumachen, gibt es so ein GitHub-Repo von mir, dort, wo die ganzen Schritte, die ich hier durchführe, auch nochmal aufgelistet sind, dass das jeder bei sich zu Hause auch mal ausprobieren kann. Also aus einer Docker-Umgebung oder einer Container-Runtime braucht man dazu eigentlich nichts. Verschiedene CLI-Tools wahrscheinlich. Aber das ist, glaube ich, dann nicht so schwierig zum Einrichten. Gut. Thomas hat es ja vorhin schon angesprochen. Container-Technologie gibt es schon lange in der Industrie. Gibt es in der Computerindustrie jetzt vielleicht gute 10 Jahre oder ja, um die 10 Jahre rum. Ist bekannt geworden eben hauptsächlich durch die Firma Docker, gab es auch schon ein bisschen vorher, wurde nur dort bei weitem nicht so stark eingesetzt, wie es heutzutage gemacht wird. Und mittlerweile hat sich das schon so eine Art Standard etabliert. Und oft für Zwecke für einen skalierbaren Betrieb, aber sehr oft auch in einem reinen Entwicklungsumfeld, um Artefakte leicht auszutauschen oder auch in der ganzen DevOps-Geschichte, um eine bessere Parität zwischen Development und Produktion zu haben. Und daher hat sich das schon ein bisschen eingebürgert, dass das wahrscheinlich auch zu einem guten Ton von einem Softwareentwickler oder Entwicklerin gehört, das einigermaßen zum Beherrschen oder zumindest irgendwelche Mittel und Wege zum Kennen, nicht nur den Code zum Implementieren, sondern den auch im Endeffekt containerisiert zum Delivern. Das heißt, irgendein Container-Image bereitzustellen, das dann von anderen Parteien verwendet werden kann. Und genau darum geht es, relativ simpel. Also wie kriege ich jetzt meinen Code in den Container? Wir sind jetzt hier bei der Java User Group. Das heißt, da ist jetzt auch besonderer Fokus auf Java-basierte Umgebungen. Wobei es teilweise, und das werde ich auch dazu sagen, dann eben sich nicht auf das Java-Umfeld eingrenzt, sondern auch mit anderen Frameworks und Programmiersprachen funktioniert. Wir werden uns ein paar verschiedene Sachen anschauen, wie ich von meinem Source Code in Richtung Container Image komme. Bevor wir da hingehen, machen wir vielleicht ein paar Basics. Ich denke, die meisten von euch wird es schon geläufig sein.
Aber oder vielleicht auch so ein bisschen eine Historie, wie der Talk seinen Ursprung hatte. Also ich hatte den Talk eigentlich so gar nicht geplant. Es war dann nur, dass ein Kollege von mir gefragt hat, der wusste, dass ich recht viel mit Container arbeite. So im Endeffekt, was ist denn eigentlich das beste Java-Base-Container-Image? Als guter Consultant habe ich natürlich gesagt, it depends. So ist sowas wie das Beste gibt es nicht, sondern es kommt natürlich immer auf den Anwendungsfall an. Aber auf Basis von der Frage bin ich dann mit ihm eben ein bisschen weiter der Sache nachgegangen und gesagt, ja, da gibt es natürlich viele Betrachtungspunkte. Nicht nur, was macht jetzt ein Container-Image als das beste Basis-Image? Die andere Sache ist auch, wer baut das? Wer ownt das? Und wie sind da die Verantwortlichkeiten? Das sind viele Sachen, was da reinspielen. Und über das habe ich versucht, das mal zu entwickeln. Bevor wir da reingehen, fragen wir vielleicht erstmal, was ist denn überhaupt ein Container-Image? Oder ganz einfach, was ist überhaupt ein Container? Warum wir Container verwenden, hat ja der Thomas schon gesagt, im Endeffekt, dass ich eine standardisierte Schnittstelle habe, um Software zu betreiben. Woher das kam, hat gewisse Evolutionsschritte gebraucht. Also grundsätzlich, wenn ich einen Code baue und eine Anwendung laufen lasse, läuft die in der Regel aus irgendeinem Prozess in meinem Betriebssystem und setzt dort auf zugehörige Libraries und Dependencies auf, was die Anwendung ebenso braucht, um zum Laufen. Und da kam dann eben die Idee, gerade dieser Portierbarkeit, um zu sagen, wo kann ich denn jetzt eine elegante Grenze ziehen, wie ich die Anwendung mit allen Abhängigkeiten möglichst separieren und als separates Artefakt betrachten kann. Und dass ich die Teile, die zum Betriebssystem, zum Kernel gehören, die dort nicht unbedingt rein müssen, quasi die Unterseite bilden. Da gibt es im Linux- und Unix-Umfeld verschiedene System Calls, die das ermöglichen, so eine isolierte Umgebung zu erschaffen. Da zum einen gibt es da die Namespaces, mit denen ich festlegen kann, wer darf den Prozess sehen oder was darf der Prozess überhaupt auch selber sehen, also quasi so das Rein und Raus auf der Isolierungsschiene. Das Change Root setzt innerhalb von der Isolierung ein Root Directory für den Prozess, dass quasi jeder Prozess denkt, er ist innerhalb von einer Isolation in einer völlig eigenen Welt und es quasi nicht merkt, dass die von einem anderen Betriebssystem entkoppelt sind. Und mit den C-Groups wird quasi gesteuert, welche Ressourcen dieser isolierte Prozess denn alles verwenden darf. Und das waren so ein bisschen die Anfänge von Container, als man das alles noch selber machen musste. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum das dann gar nicht so populär geworden ist, weil es eben sehr umständlich war. Und da kam dann quasi die Firma Docker. Ich meine, es gab auch vorher schon Technologie mit Linux-Containern, die ähnlich war, nur eben vielleicht den Hype-Cycle nicht so günstig erwischt hat. Docker war dann im Endeffekt das Produkt oder die Technologie, die genau diese System Calls sauber versteckt hat und dafür eine API implementiert, die dieses ganze Container-Konzept, und ab da wurde das quasi auch Container genannt, so für End-User deutlich einfacher zugänglich gemacht hat. So, wenn wir jetzt wissen, was damit ein Container ist, jetzt die Frage, was ist ein Image? Image ist quasi das Template, oder wir sind ja hier in einem objektorientierten Sprachgebrauch, da können wir sagen, das Template oder das Image ist die Klasse und der Container ist die Instanz oder das Objekt. Das ist quasi der laufende Teil. Das Template liegt irgendwo persistiert herum und wird dann eben gestartet und instanziert und stellt dann quasi den Container dar. So viel mal als Basics. Wenn man jetzt sich nun anschaut, wie baue ich denn so ein Image zusammen, muss man wissen, so ein Image, wie gesagt, liegt irgendwo im Dateisystem, liegt dort aber nicht als ein großes Binärobjekt, das dann quasi aufgerufen wird, sondern der Container-Daemon unterteilt es in sogenannte Schichten. Das ist zu Effizienzzwecke, weil es wahrscheinlich sehr oft so ist, dass verschiedene Images teilweise einen überlappenden Stack haben. Das heißt, es muss dann quasi nicht mehrfach gespeichert werden. Und damit können die Container schneller verteilt, schneller gestartet werden und so weiter.
am Anfang war das im Endeffekt so von den Befehlen, dass ich sage, ich nehme jetzt quasi so ein Basis-Image, das Ubuntu enthält die notwendigen Betriebssystemfunktionalität und mit Run ändere ich quasi den State von dem Image in den laufenden Container. In einem Container kann ich aber was machen, wie zum Beispiel mir eine Java Runtime installieren und mit dem Befehl commit komme ich wieder in den Zustand eines neuen Images. Das ist quasi wie so ein Snapshot von diesem Live-Container und kann ab da folglich als neues Image verwendet werden. Das heißt, mit einem neuen Run-Schritt kriege ich das wieder zum Laufen und jetzt könnte ich auf die Java Runtime auch meine Application drauf kopieren und mit einem Commit hätte ich dann ein Image mit einem OS-Layer, einer Java Runtime und einer Application on top und könnte das jedem so zur Verfügung stellen und keiner bräuchte irgendwelche Abhängigkeiten zum Installieren, um meine App irgendwo bei sich in der Umgebung zu verwenden. Nun ist der Prozess ja auch nicht gerade straightforward. Das wurde von Docker auch sehr schnell erkannt. Also hier sehen wir es einmal, Docker kam raus im März 2013 oder da zumindest gibt es da die ersten Log-Einträge. Und im Mai 2013 gab es dann zum ersten Mal den Begriff Dockerfile. Dieses Dockerfile hat sich dann recht schnell etabliert als quasi die Standardmethode, um so ein Container-Image zu bauen. Das heißt, diese Schritte, was ich vorhin mit Run und Commit gesehen habe, werden hier in einem Art Batch-Modus prozessiert. Das heißt, ich hole mir ein Basis-Image, ich update mein OS-Level und installiere mir dann hier einen Java Runtime, kopiere von außen ein Jar-File rein und sage dann noch mit diesem Command-Befehl, dass wenn immer der Container gestartet wird, wird quasi dieser Befehl ausgeführt. Das heißt, mein Jar wird aufgerufen und es verwendet den davor installierten Runtime auf Basis von diesem OS. So weit, so gut. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, wir haben das ja vorhin gesehen, dass ich jedes Mal wieder hier in so einen Zustand von einem neuen Image komme. Dass ich nicht jedes Mal hier unten auf einem Operating System Level anfangen muss, sondern mir natürlich auch meine Basis-Images zu einem höheren Abstraktionslevel selber definieren kann. Und da gibt es jetzt dann verschiedene Anbieter von Images. Zum Beispiel gibt es jetzt hier ein Adopt OpenJDK 11 JRE Hotspot. Das heißt, da habe ich quasi Betriebssystem und Java Runtime schon drin und muss nur noch den Code reinkopieren. Es gibt auch ein OpenJDK 11 JRE Slim. Und ich habe jetzt nur zwei Beispiele hier. Aber wenn man mal den Docker habt, das ist quasi der Marketplace für Container Images durchsucht, wird man dort sehr viele weitere finden. Und kommen dann wieder zu der Frage von meinem Kollegen. Er sagt, er hat da so viele. Welches nehme ich denn nun? Da kann man dann natürlich weiterdenken und sagen, wie gedenkst du denn, dieses Image zum Verwenden? Oder was ist denn der Kontext? Ich meine, wir packen ja Sachen nicht nur in einen Container, damit wir sagen können, wir haben jetzt einen Container, sondern höchstwahrscheinlich ist dann die Idee, das irgendwo mit dem auszutauschen oder dann gar in eine produktive, wie zum Beispiel eine Kubernetes-basierte Umgebung zu bringen. Das heißt, ich baue meinen Code. Nach dem Code baue ich in der Regel in einem Java-Umfeld ein Jar-File. In dem Containerizing-Step packe ich dann das Jar-File in den Container und kann es hinterher deployen. Das heißt, der Scope von dem Docker-File beschränkt sich auf diesen Schritt. Jetzt haben wir ja vorhin schon gehört, ein großer Faktor, warum Docker so erfolgreich ist, ist das Konzept von der Standardisierung. Und in der Regel will ich ja quasi diese ganze Pipeline möglichst automatisiert haben. Das heißt, idealerweise hört es für meine Entwicklerin und meinen Entwickler an der Stelle auf und ab da übernimmt irgendein Automatismus, der immer wiederholt werden kann, der oft und schnell wiederholt werden kann, um quasi in so einen guten DevOps-Modus zu kommen. Und damit kann ich schon garantieren mit so einem Docker-File, dass dieser Step quasi immer exakt gleich ausgeführt wird und so sauber wiederholbar und gut ist. Das heißt, theoretisch kann ich das Docker-File auch woanders ausführen, weiß aber hinterher, kriege ich einen Container exakt nach diesem Muster. Und damit stellt sich ja auch die Frage, warum kann ich das Docker-File nicht, weil den Code-Bildschritt muss ich ja auch jedes Mal machen und den muss ich ja wahrscheinlich auch jedes Mal sehr ähnlich machen. Und eventuell wäre das ja gar keine so schlechte Idee, wenn ich vermeide, dass das jeder Entwickler bei sich selber macht, sondern dass ich das ebenfalls automatisiert habe. Das könnte ich jetzt in irgendeinem CI/CD-Tooling durchführen, aber ich könnte das theoretisch auch in das Docker-File packen, dass ich sagen kann, okay,
In meinem Base-Image installiere ich mir die Build-Tools, kopiere die Sourcen rein, baue die Sourcen, schmeiße die Build-Tools wieder raus, weil mein Image soll möglichst klein sein, installiere dann quasi die Runtime und konfiguriere das alles. Das wird in einem Standard-Docker-File wahrscheinlich etwas schwer möglich. Das hat Docker dann auch bemerkt und kam 2017 mit dem sogenannten Multi-Stage-Support um die Ecke. Was das bedeutet, das hat die Docker-Files im Endeffekt ein bisschen komplexer gemacht oder beziehungsweise, sagen wir mal, mehr Möglichkeiten verschafft, dass ich innerhalb von einem Docker-File quasi nicht nur ein einzelnes Image abgehandelt habe, sondern ich konnte mehrere sogenannte Stages bauen. Die Prozessierung von dem Docker-File war schon genau noch so von oben nach unten, aber ich hatte mehrere potenziell entkoppelte Schritte. Das heißt, ich habe jetzt hier oben erstmal ein Image, hier steht Maven JDK, das ich verwende, um meinen Source-Code zu bauen. Das heißt, ich label das hier als Builder-Image, also den Namen kann ich frei vergeben, kopiere meinen Code rein und baue hier meinen Code. Und ab dem, wenn das gebaut ist, ist das Image zu Ende. Und dann kommt quasi der nächste Schritt, wo ich sagen kann, okay, jetzt will ich den Code oder das Jar-File, was halt hoffentlich rauspurzelt, in einem anderen Container verwenden. Weil sonst brauche ich einen Basiscontainer, der vielleicht ein Maven, ein JDK und ein JRE und so weiter hat. Das ist vielleicht dann gar nicht so super effizient. Und so kann ich sagen, sämtliche Build-Artefakte lasse ich in dem und die sämtlichen Run-Artefakte habe ich in dem hier. Kriege den damit relativ schlank. Habe aber diesen Schritt hier standardisiert. Das heißt im Endeffekt, dass jeder, der das Dockerfile hat, quasi meinen Code komplett identisch bauen kann, so wie ihn auch die Pipeline bauen würde. Das ist vielleicht manchmal gar nicht schlecht, wenn man manuell irgendeinen Fix oder so einspielen muss. Soll ja vorkommen. Und habe ich damit die Garantie, dass ich quasi eine sehr, sehr, sehr einheitliche Reproduzierbarkeit habe. Gut, die Docker-File-Story war damit nicht zu Ende. 2018 kam dann noch diese Variante mit dem sogenannten Build-Kit. Das ist so das Aktuellste. Und dort ging es natürlich genau auch in die Richtung, sagen, okay, wie kann ich mein Docker-Build besser machen? Also natürlich, hinterher soll ein kleineres Image rauskommen, die Builds sollen aber schneller sein, für wiederholbare Sachen hätte ich gern Caching. Die Stages werden erweitert, damit ich auch eine gewisse Flow-Logic und nicht nur einfach von vorne nach hinten einfaches Durchprozessieren habe und so weiter. Ich habe es hier mit Pseudocode geschrieben, weil sonst passt es eben nicht ganz auf eine Slide. Ich könnte theoretisch jetzt mir auch vorstellen, ich baue mir erstmal mein eigenes Base-Image. Das heißt, ich hole mir einen Debian oder einen Ubuntu oder was weiß ich was von Base-Container, packe die JRE rein. Ich hole mir hier ein Gradle-Base-Image für mein Build. Danach wird in dem Builder der Code gebaut. Danach wird es in das Run-Image gepackt und so weiter. Da wäre es dann potenziell möglich, dass diese zwei Stages von Docker erkannt werden als unabhängig und werden parallel prozessiert. Also ihr seht, man könnte mehr damit machen. Man kann natürlich das Ganze auch ad absurdum treiben und unnötig komplex machen. Das heißt, ich bin da nicht mit allen Features so super happy, beziehungsweise ich bin froh, dass sie da sind, aber ich muss sie nicht zwingend unbedingt immer nutzen. Was es allerdings gibt, und das ist momentan noch in einem Zustand experimental, das ist aber gerade im Entwicklungsumfeld sehr hilfreich, ist, dass ich aus Dockerfiles raus einen Cache haben kann. Ich meine, jeder, der schon mal einen Maven oder Gradle-Build in einem Container gemacht hat, weiß, der Container weiß ja nicht, dass er in einem Filesystem liegt, wo es irgendwo ein Maven-Cache liegt. Der sieht ihn ja nicht, sondern er lädt ihn natürlich dann logischerweise jedes Mal alle Jar-Files neu erneut runter, was dann ein bisschen zeitaufwendig werden kann. Und so ist es möglich, eben über mehrere Docker-Builds hinweg hier einen Cache anzulegen, damit ich den Prozess beschleunige. Und ich hoffe, das wird dann jetzt demnächst auch in einen nicht mehr Experimental, sondern Ready-Status gehen. Aber zumindest sieht man mal, die Leute denken da in eine sinnvolle Richtung und man kann es auch schon ausprobieren. Wenn man jetzt rangeht und sagt, ja, wir haben ja jetzt gesehen, was macht dann so ein Container gut? Schneller Build,
kleine Größe, saubere Struktur, gute Standardisierung, Sicherheit könnte man hier vielleicht noch nennen, da geht es nicht so arg drauf ein, aber das gehört auf jeden Fall natürlich dazu. Gibt es jetzt natürlich auch für Java nochmal besondere Betrachtungsweisen? Also ich habe ja vorhin gesagt, das Ganze besteht aus Schichten und im Endeffekt ist die Summe von dem Image logischerweise oder die Gesamtgröße von dem Image die Summe aller Schichten. Und oft ist es ja so, dass dieser Base Layer wird sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit nicht so oft ändern. Die Dependencies werden sich wahrscheinlich teilweise ändern. Die Application wird sich wahrscheinlich relativ mit jedem Build neu ändern. Das heißt, so Art den Fokus auf letztes Bit und Byte an Größe rausquetschen, macht oft gar keinen Sinn, weil die sind meistens hier unten in Layern, die der DMA schon gecached hat. Und damit erreiche ich keinen großen Benefit an Performance. Jetzt ist es natürlich so, die Application wird jedes Mal neu gebaut. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel eine Spring Boot-Anwendung mir vorstelle, die in so einem Fat Jar kommt, dann habe ich natürlich logischerweise jedes Mal als Application Layer dieses Jar-File. Und man kann natürlich jetzt den Gedanken hier fortsetzen und sagen, muss ich dann das Jar-File als eins einen Layer reinziehen? Oder hat das Jar-File nicht selber auch so eine Struktur, wo ich sage, ja, ich habe in dem Jar-File vielleicht Dependency-Jars, Resource-Files und dann hier oben letztendlich noch die Class-Files. Und auch genau da sollte es wahrscheinlich gelten, dass die Dependency-Jars sich nicht so oft ändern wie die Class-Files. Wenn ich in eine neue Zeile Code einfüge, wird sich hier was ändern. Habe ich das gepackaged, ändert sich quasi der ganze Layer. Hier ändert sich wahrscheinlich nur hier oben die Schicht, die relativ klein sein dürfte. Und da gibt es auch Toolings dafür. So ein Extract-Modus, um mein Jar-File in verschiedene Layer zum Extrahieren. Und damit kann ich diese einzelnen Layer, die heißen Dependencies, in dem Fall in Spring Boot Beispiel, in Spring Boot Loader, die Snapshot Dependencies und die Application, werden dann als einzelne, weil jeder Befehl hier erzeugt einen neuen Layer, einzeln reinkopiert. Das heißt, damit könnte Docker diese Layer hier immer cachen und er müsste nur den Application Layer austauschen. Das ist wahrscheinlich anhand von Docker das, was zumindest mir bekannte, optimalste, was man da momentan rausholen kann. Ich kann es mal hier kurz zeigen, beziehungsweise jetzt muss ich gerade mal schauen. Hier in den Fragen sehe ich noch nichts. Wie gesagt, ich habe hier dieses Git-Repo, das kann ich auch später, beziehungsweise kann ich auch gleich, wenn ihr daneben hier drauf schauen wollt, in den Chat packen. Da gibt es einen sogenannten Walkthrough. Und in diesem Walkthrough habe ich die ganzen Schritte beschrieben, die, was ich normal in der Demo auch mache. Ich mache es ja nicht immer alle, aber je nachdem, wo wir gerade sind. Und ich habe jetzt diese Repo hier auch in meinem Visual Studio Code offen. Das heißt, hier ist der zugehörige Walkthrough. Und das können wir uns alles im Code mal anschauen. Wenn man nun mit diesem Variable switche ich zwischen einem BuildKit-Modus und einem traditionellen Modus. Und ich habe hier verschiedene Anwendungen und auch dazu eben verschiedene Docker-Files. Das heißt, der grundsätzliche Befehl ist Docker-Build, dann nehme ich -f, sage ich, welches File möchte ich. Nehmen wir jetzt mal das Simple Ubuntu. Dann mit dem -t sage ich, ja, wie soll denn mein Image getaggt werden? Das ist mein Docker, dann nehmen wir nochmal chuck-demo. Simple. Und übergebe als Bildkontext den Punkt. Dann kommt eben dieser Output. Der muss erstmal das Ubuntu-Image schon, und ich hoffe, das wird jetzt nicht zu lang dauern, weil ich habe heute meine Umgebung nochmal aufgeräumt. Und jetzt geht es quasi los. Jetzt wird in dem Ubuntu-Image erstmal der JRE installiert. Und beziehungsweise noch ein Update von dem System gemacht und dann jetzt kommt der OpenJDK JRE Headless hier dazu. Danach wird dann das Jar-File reinkopiert und dann ist der Container fertig.
muss ich gerade nur mal schauen. Ja, das Java ist auf jeden Fall schon mal gebaut worden. So, dann machen wir den hier wieder zu. Und jetzt hat er dieses Image gebaut. Ich sehe das hier bei Docker Images. Das habe ich eben gerade gemacht. Dann habe ich vorhin schon mal ein paar Versuche gemacht. Und jetzt könnte ich auch reingehen und sagen Docker History und nehme dann dieses File. Und dann sehe ich auch hier, wie sich das zusammensetzt. Das heißt, hier unten habe ich mein Base-Image. Hier ist dieser Update und dieser JDK-Install, der macht 300 MB aus. Und hier kopiere ich dann mein Jar-File rein. Das heißt, hier gehen quasi 19 MB dazu. Das ist das paketierte, die paketierte Java-Anwendung. Und so erreiche ich dann mit meinem Docker 385 MB. Wenn ich jetzt so eine andere Variante nehme, wie zum Beispiel, was haben wir hier, das Adopt OpenJDK, da ist das File kleiner und quasi die JRE bereits gebundelt. Sagen wir mal Docker Build. Und das geht wahrscheinlich jetzt deutlich schneller. Da sagt er auch, die Layer kennt er schon. Das heißt, es muss er nicht nochmal runterladen, wie vorhin bei dem Ubuntu-Image was. Und so geht der Bild dann schneller. Und wenn ich mir die zwei jetzt anschaue, dann sehe ich, das ist deutlich kleiner. Das heißt, es wurde quasi schon mal voroptimiert. Wenn man nun diesen Build-Kit-Modus nimmt, das ändert erstmal vom Verhalten gar nicht so viel. Das Erste, wo es einem quasi auffällt, ist, dass ich einen anderen Output habe. Das heißt, das sieht ja alles ein bisschen fancier aus, insbesondere wenn wir später so Multistage machen, dann wird es hier fein säuberlich aufgelistet, welche Teile wie viel brauchen. Dann schauen wir uns mal vielleicht noch eins von den fortgeschrittenen Docker-Files an, zum Beispiel gerade diese Multistage-Variante, wo ich sage, okay, ich hole mir erstmal das Maven-Image und danach baue ich dann dieses andere. So. So, das heißt, der wird wahrscheinlich jetzt erstmal den Maven ziehen müssen. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so ewig. Und das hat er schon. Und jetzt ruft er quasi den Maven Clean Package auf. Und jetzt passiert eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, der Container weiß es ja nun nicht, dass ich irgendwo in meinem Filesystem so einen Maven Cache habe. Das heißt, der Teil wird jedes Mal durchlaufen, es sei denn, ich habe an dem Code überhaupt keine Änderungen. Jetzt warten wir mal das erste ab. Zum Glück haben wir die Zeit heute. So, jetzt sind wir immerhin schon im Testumfeld, das heißt, es wird hoffentlich bald fertig sein. Aber das wird wahrscheinlich irgendwo auf so eine Minute rauslaufen, bis der hier fertig ist. So, abends nimmt dann leider die Internetverbindung zu Hause ein bisschen ab, wenn die alle Nachbarn auch zu Hause sind und ihr Netflix anschmeißen. So, jetzt sind wir bei 60 Sekunden. Und wenn ich das genauso wiederhole, dann würde er jetzt in dem Fall erkennen, es hat sich gar nichts verändert und der geht sofort durch. Gehe ich aber jetzt in den Code und sage hier, ich ändere wirklich was ganz Minimales. Also ich nenne hier den New Endpoint A, B, C, D, einfach nur ein New Endpoint. Dann hat sich ja in dem Code jetzt nicht so super viel geändert, aber ein bisschen erschließt sich was schon. Und das hätte jetzt hier eben als Effekt, er muss jetzt alles wieder runterladen. Ich denke, den zweiten Durchgang schenken wir uns. Und wenn ich jetzt reingehe und sage, ich nehme jetzt mal diesen Experimental Cache,
Dann hat er diesen Mount-Type-Cache eben hier. Das heißt, der würde erkennen, wenn davor schon mal so ein Bild da war. Das wird wahrscheinlich jetzt beim ersten Durchlaufen hier nicht funktionieren, weil ich eben das vorher nicht schon einmal ausgeführt habe. Und so, er ist jetzt an dem Clean Package Teil. Das heißt, den ersten Run, ah ne, er hat sogar, das habt ihr vorher nicht gemerkt, er hat jetzt den Cache erkannt und musste nur eben dieses Delta kompilieren, was dort neu reingekommen ist. Und so kann ich natürlich dann den Dinger von 60 eher auf 20 Sekunden drücken. Das heißt, mit vielleicht einer schnelleren Verbindung wird es vielleicht noch ein bisschen schneller gehen. Genauso ist es auch hier, wenn ich jetzt den jetzt nochmal ausführe, dann merkt er, es hat sich gar nichts verändert. Und wenn ich hier in meiner Methode wieder was reinbringe, dann führt er das eben wieder erneut aus, aber hat eben diesen ganzen Download nicht mehr, weil der das aus einem vorherigen Umgebung hat. Das ist auch, warum das hier jetzt so lange dauert, ist mir auch nicht so ganz klar, aber wahrscheinlich hat es deswegen eben den Flag Experimental. Gut, das Einzige, was ich wahrscheinlich noch kurz zeigen könnte, ist, während der hier am Basteln ist, ich kriege jetzt hier viele neue Images, die sind aber alle ungefähr gleich groß. Das heißt, es passiert hier intern nicht arg viel anderes. Und auch wenn ich hier reinschaue und sage, zum Beispiel will ich mir jetzt das letzte Mal anschauen mit dem Cache, das ist das 532, dann sehe ich eben auch hier, ich hoffe, ihr könnt es noch lesen, dass hier oben der 19 MB-Block, das ist quasi das Einfügen von dem Jar-File. Das heißt, abschließend könnten wir uns noch die eigene Variante anschauen. Das war dieses Layered Image, wo ich eben quasi diesen das Ding in unterschiedliche Layer unterteile. Ich mache jetzt nur, versuche das denn zum Zwingen, dass er auf jeden Fall was kompilieren muss. So, dann ist es quasi, der muss auch wieder den Bild machen, das heißt, den führt er aus, aber downloaden tut er nichts, das heißt, er erkennt es. Und jetzt kommt er in diesen Layer-Modus und hier baut er eben diese unterschiedlichen Schichten. Und wenn ich mir jetzt von dem Image die History anschaue, müssen wir kurz gucken, wie es heißt. Dann sieht man hier der erste Copy-Schritt, der was die Application Dependencies reinbringt, also die Dependency Chars, der ist 18,9 MB. Also quasi fast das gesamte von den 19 MB. Und der oberste Schritt, das ist wirklich der, wo die Klassen reinkommen. Das heißt, das ist wirklich signifikant kleiner. Und das wäre dann im Endeffekt für den Daemon den einzigen neuen Layer, was er braucht oder auch aus zum Tauschen braucht, wenn man was kopiert, während die anderen unteren hier komplett bleiben. Das heißt, das ist wahrscheinlich mehr sinnvoller, sowas einzusetzen, als irgendwo zu versuchen, hier bei dem Update von dem Basis-Image irgendwo noch ein paar MBs rauszuquetschen, weil die werden wahrscheinlich eh immer wiederholt. Gut, so viel dazu. Ich sehe, glaube ich, keine weiteren Fragen. Doch, doch. Ah, doch, jetzt sehe ich es, okay. Es hat Fragen gegeben. Ja. Magst du die beantworten jetzt? Ich schaue jetzt gerade mal kurz drüber, das können wir schon machen. Ist inzwischen das Dockerfile-Format standardisiert? Kann ich diesen mit unterschiedlichen Tools herstellen und unterschiedlichen Runtime laufen lassen? Ich weiß nicht, ob die, ich meine, die Frage ist, also es gibt ein spezifisches Format für die Container-Image, das ist das OCI-Format.
Das Docker-File unterliegt quasi dementsprechend einer eigenen Docker-Spezifikation. Aber es gibt so Tools wie zum Beispiel Podman, was Docker-File-kompatibel ist. Und das kann dann Docker-Files auch verwenden. Das heißt, ich bräuchte jetzt keine reine Docker-Umgebung, um Docker-Files auch zum Verwenden. Lohnt sich das Bilden von spezifischen GREs mit JDAPs für Container? Das kann ich nicht beantworten. Das können wir aber vielleicht mitnehmen. Vielleicht weiß dann nachher jemand anderes noch dazu. Die Frage ist, warum nicht das Maven lokale Repo mounten? Die kann ich schnell beantworten. Das funktioniert bei einem Ausführen von einem Container. Also Docker kann natürlich, wenn ich einen Container starte, an den Container was aus dem Filesystem mounten. Das geht aber nicht bei den Commands bei der Ausführung von einem Docker-File. Also das ist eine Limitierung, was Docker schon länger hat. Das geht, soweit ich weiß, mit Podman auch. Aber bei Docker kam diese Funktionalität eben erst jetzt mit der Buildkit und der experimentellen Variante. Warum das so limitiert ist, frage ich mich auch schon lang. Aber man muss da auseinanderhalten, ob ich jetzt einen Docker-Container starte und dort was mounte. Da ist es kein Problem, ein lokales Repo zu mounten, aber in einen Docker-Build-Mechanismus einen Mount reinzumhängen, es war stand meines Wissens bisher so nicht möglich. Und dann war noch die Frage, gibt es inzwischen sinnvolle Möglichkeiten, das Cachen von Dependency in Docker Image? Kann anhand von Änderungen des Prompt-Files die Dependencies gecached werden? Ja, die Dependencies werden mit der Variante, was ich da gerade gezeigt habe, stand meines Wissens auch gecached. Das heißt, wenn ich jetzt in neue Dependencies oder mehrere Module hinzufüge, das kann ich mal schauen, ob wir das nachher Zeit haben, auszuprobieren. Dann kann man mit Docker History die Informationen über das Superimage nicht sehen. Ja, nein, das ist eine gute Frage. Das kann man nicht sehen. Da gibt es aber ein Tool, das das kann. Und das nennt sich Dive. Das kann ich mal kurz zeigen. Wenn ich jetzt den Container aufmache, dann dauert das kurz, bis er das Image geladen hat. Und das Dive ist quasi so ein Tooling, das über die unterschiedlichen Layer in dem Image drin geht. Wobei auch hier dann der Punkt ist, mehr wie hier an dieses From-Command kommt er nicht ran, weil die Images, die Base-OS-Images, die werden nicht mit dem Docker-File gebaut, sondern da gibt es wirklich so einen relativ aufwendigen Bootstrap-Prozess, das dann hier nicht beleuchtet werden kann. Was man natürlich sehen kann, ist, was in dem Image drin ist. Und da muss ich nochmal kurz ich habe das bei mir so eingestellt, dass ich immer noch sehen kann, was kommt mit jedem neuen Layer dazu. Das heißt, man sieht jetzt hier rechts, was sind die Sachen, die in das Image reinkommen, und kann so relativ granular wie in so einem Art File-Browser sehen, welche Komponenten kamen über welchen Layer rein. Ob jetzt deine Frage beantwortet mit, was ist in dem Base-Layer schon drin, das müsste ich mal kurz schauen. Ja, genau. So sieht man, was in dem Base Layer bereits drin wäre. Aber wie dieser Base Layer zu dem Zustand gekommen ist, tiefer kommt man nicht rein. Also weder über das Dive noch über die Docker History, meines Wissens nach. Okay. Dann hätte ich große Schwierigkeit, die Test Reports aus der Build Stage zu kopieren. Ist das mit dem experimentellen Cache besser möglich? Das weiß ich nicht. Das müsste ich mal probieren. Also die zwei Fragen können wir auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Und die letzte noch, und dann machen wir vielleicht auch weiter, sind die Docker-Tools lizenzpflichtig? Ja, also jein, sollte ich sagen, da hat sich was geändert. Und also ich sage immer so, das Standard Docker unter Linux ist nach wie vor soweit umsonst. Aber was ich jetzt hier bei mir zum Beispiel auch verwende, ist das Docker Desktop. Und die haben vor kurzem da, muss ich mal fragen, überlegen, wo das hier rauskommt.
Das Lizenzmodell, also das ist quasi, das gibt es so unter Windows oder unter Mac, wie bei mir, quasi eine Runtime für Docker in einem nicht nativ Linux-Umfeld. Und die haben vor kurzem da Lizenzgebühren angekündigt oder erhoben, nach einem relativ, also nicht so ganz durchsichtigen Schema, also ich glaube für private und für educational Zwecke ist es weiterhin umsonst. Aber wenn man in einem Firmenbetrieb nutzt, die einen jährlichen Umsatz von so und so viel hat, ab da wird eine Lizenz fällig. Das ist natürlich dann die Frage, ob ich das, also die ist nicht sonderlich hoch, ob ich das zahlen möchte oder eben mit anderen Tools, und da wird man später noch welche sehen, eben meinen Container-Build oder später auch die Laufzeit machen kann. Gut, dann, das ist doch schon mal, also vielen Dank für die Fragen. Sorry für die, die ich jetzt on the fly nicht beantworten konnte. Vielleicht können wir da nachher nochmal drauf gehen. Ansonsten nehme ich die mit und vielleicht habt ihr irgendwie so ein Forum oder so und ich kann da vielleicht noch was nachreichen. Weil, genau, also ich denke, wir haben vielleicht später noch Zeit, die zu beantworten, und machen wir das sonst jetzt mal weiter. Okay, wunderbar. So macht es das natürlich für mich auch ein bisschen spannender. So, jetzt haben wir gesehen, was gibt es. Wir kennen jetzt Docker und dieses schöne Diagramm ist von einem Bekannten, der ist, soweit ich weiß, sogar auch Java User Group Leiter in Thüringen, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, das ist der Jonas Hecht von CodeCentric, der dann im Blogpost mal diese Timeline geschrieben und die habe ich mir jetzt einfach hier mal referenziert, weil ich die ziemlich gelungen fand. Also man sieht auch hier, Docker kam 2013 raus. Was es in der Entwicklung noch gegeben hat. Bereits vor Docker gab es dieses Konzept von Buildpacks, das wir noch ein bisschen genauer beleuchten werden. Dann gab es von Spotify den Maven-Plugin für Docker, dass ich sagen kann, ich kann aus meinem Maven-Build eben auch Container-Images rausputzen lassen, anstatt nur Char-Files. Den Podman, den ich angesprochen habe. Chip ist eine Sache, die wir uns anschauen werden. Das heißt, auch in der Timeline gab es ein paar Dinge. Und dieses Buildpacks wird so das abschließende Thema. Das sehen wir, das taucht hier ganz oft auf. Das, was wir als nächstes anschauen, ist das Thema Chip. Das ist insofern eben hier sehr, sehr interessant oder relevant, weil das J in Chip, das deutet eben schon an, es geht hier speziell um Java. Und es ist im Endeffekt ziemlich straightforward. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe Java-Code, dann und baue den mit Maven oder Gradle, gibt es dafür ein Plugin und hinterher kommt ein Container-Image raus. Das Coole an dem Bild ist eigentlich das, was man nicht sieht. Habe ich es gar nicht hier drin? Naja. Und zwar, ich brauche hierfür keinen Docker-Daemon. Das heißt, für normale Docker-Build-Mechanismen muss ja der Docker-Daemon laufen, weil der immer wieder einen Run und einen Commit ausführt. Das macht der hier so nicht. Der baut das komplett außerhalb von dem Docker-Daemon, kann das dann auch theoretisch direkt in den Docker-Hub pushen, kann das als tar-File exportieren oder er kann das auch in die lokale Repo von dem Docker-Daemon bauen. Es ist aber kein Muss, dass der läuft, um den Build durchzuführen. Und die Sache, was ich vorhin schon mal erzählt habe mit den Class Resource und Dependency Jars, das macht Chip eben quasi built-in und automatisch. Mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Ich denke, ich zeige das mal kurz. Wenn ich jetzt hier in meiner Umgebung bin, und ich will zum Beispiel den letzten Schritt nochmal wiederholen. Nur um zu zeigen, das wird wahrscheinlich relativ schnell gehen. Die Komponente braucht hier, um das Ganze durchzuführen, natürlich Docker. Ich gehe jetzt mal hin und mache Docker aus. Und wenn ich das jetzt ausführe, wird er wahrscheinlich meckern und sagen, ja, er kann nicht zu dem Docker-Daemon connecten und kann damit das auch nicht bauen. Der wird sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen wundern oder suchen, aber irgendwann wird er auf die Schnauze fallen. Genau. Ich glaube, wenn ich es nochmal mache, dann sagt er mir, der Docker-Daemon läuft nicht, er kommt da nicht dran. Und wenn ich jetzt nun dieses Chip verwende, ich habe das letztes Mal an der Hochschule auch die Demo gezeigt, dann kann ich sagen, okay, ich kann das natürlich auch in die POM XML einbauen, aber ich habe es jetzt mal hier direkt den Plugin so angegeben. Dann muss ich an dem Code nichts ändern. Dann führe ich das mal aus. Und ihr seht dann wahrscheinlich, der fängt an.
wird das Ding bauen und ruft jetzt diesen Plugin auf. Und was ihr hier wahrscheinlich, weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt, er redet hier quasi schon von Pushing. Jetzt warten wir mal, wie lange der dauert. Normal geht der eigentlich ziemlich fix. Die Demo dauert jetzt heute ein bisschen länger, wie gedacht, aber das kann natürlich sein, dass das von dem Push-Mechanismus kommt, weil der baut gerade nicht nur meinen Container, sondern der pusht den auch direkt gleich in meinen Docker-Hub. Und da meine Verbindung hier offensichtlich gerade wirklich langsam ist, dauert eben auch dieser Upload. So, das hat jetzt 52 Sekunden gedauert. Das Schöne daran ist, wenn ich mir das jetzt hier anschaue, ich gehe mal in meinen. Dann sieht man hier, das hat er hier vor ein paar Sekunden gebaut. Also ich habe jetzt quasi in einem Schritt den Code gebaut, den Code containerisiert und schon in meine Umgebung geschoben. Wenn ich jetzt versuchen würde, das umzubauen und sagen, ich möchte das Ganze als Container-Bild, dann muss ich dazu den Dock wieder anschmeißen. Dann muss ich eben hier an der Stelle von dem Plugin eben nicht sagen, nicht Bild, sondern, also so hat es vorhin ausgeschaut und so sieht es dann jetzt aus. Dann baut er den Code auf. Wir können im Endeffekt mal schauen, wie es so funktioniert. Ich denke, der zweite Durchlauf dürfte deutlich schneller gehen. Aber das hängt am Schluss wahrscheinlich wieder an dem Upload, weil es war keine Veränderung da. So, läuft der Docker ist wieder da. Gut, dann können wir jetzt mal den Bild hier ändern auf Docker-Bild. Und dann wird das ganze Image eben auch lokal bauen. Da fällt dann der Upload-Teil weg, dann geht der Rest dafür deutlich schneller. Und wenn ich jetzt mir die Docker-Images anschaue, dann fällt auf, dass diese Chip-Variante eben nicht hier ganz oben bei ein paar Seconds ago erscheint, sondern hier unten. Und er sagt, das ist 51 Jahre alt. Das ist natürlich Quatsch, vor 51 Jahren gab es diese Container noch nicht. Den Grund erkläre ich gleich. Was anderes, was ich zeigen will, ist, wenn ich jetzt mir hier diese History anschaue, oder beziehungsweise, wenn ihr mir das nicht glaubt, ich kann jetzt sagen, Docker RM 44D. Docker RM. So, jetzt ist dieser Container weg, okay? Und ich führe den Call nochmal aus. Und hier sagt er dann auch Loading to Docker Daemon. Und wenn ich jetzt Docker Images ausführe, dann sieht man hier unten, der ist wieder da. Also der ist jetzt wirklich ein paar Sekunden alt und keine 51 Jahre. Und wenn ich hier die Docker History anschmeiße, dann sagt er hier auch, der interessante Teil ist eben der hier oben, dass er auch diese Dependencies, Resources und Classes sauber auftrennt. Das heißt, an den Classes hat sich was geändert. Im letzten Bild der Layer ist 2,41 Kilobyte. Das ist quasi faktisch nichts und das ist das Einzige, was ich updaten würde. Jetzt ist die Frage, warum ist der 51 Jahre alt? Der Punkt ist der, wenn ich jetzt diesen Container, den ich hier vorhin gebaut habe mit dieser Java User Group Demo, mit dem Layered Image, der hat jetzt eine ID von 0D36. Und wenn ich den nochmal ausführe und der mir das Image erneut baut,
und ich mache Docker Images, dann sehe ich das. Nee, in dem Fall hat er es jetzt nicht gemacht. Schade, weil er eben alles gecached hatte. Hätte ich den aber gelöscht und neu angelegt, hätte er nicht mehr diese ID gehabt. Weil Docker, ich kann das mal kurz zeigen, Docker RMI 0D3. So, jetzt ist der obere weg. Und wenn ich den jetzt neu baue, geht es trotzdem schnell, weil er vieles cachen konnte. Moment mal, hat er den gar nicht gelöscht. Okay, jetzt komme ich bis, das verhält sich jetzt anders gerade wie das, was ich eigentlich erklären wollte, weil der sagt jetzt wieder, er nimmt den alten bereits gecachten. Das insofern hat die jetzt nicht ganz ideal, weil damit das der Vorteil von dem Chip hier nicht vorkommt. Wenn ein Container gebaut wird, dann fließt normal die Build-Time oder das Build-Date mit in die ID ein. Das heißt, potenziell habe ich zwei komplett identische Builds, habe aber eine unterschiedliche ID, weil sie einen unterschiedlichen Zeitstempel haben. Deswegen vergibt Chip diese ID statisch. Und das beinhaltet dann, wenn ich einen komplett identischen Build habe, haben die auch immer die komplett gleiche ID. Das kann ich abstellen. Die Frage ist halt, was ist es mir wichtiger, dass mir das Creation-Datum richtig angezeigt wird oder die Konsistenz in der Build-ID. Und per Default ist es bei Chip eben so eingestellt, dass es das ist und deswegen setzt es das immer auf ein Datum vor 51 Jahren. Das ist quasi da der Hintergrund. Okay, mehr gibt es zu Chip eigentlich nicht zu sagen. Das ist ziemlich straightforward und das ist halt insbesondere, also wenn ich jetzt weiß, ich habe eine Java-Only-Umgebung, ist es natürlich sehr performant und sehr elegant. Auch mit der Tatsache, dass es keinen Docker-Daemon braucht, weil ich habe schon öfters Probleme gesehen, dass ich in einer CI/CD-Pipeline auf einer Build-Node vielleicht keinen Docker-Daemon installieren darf, aus irgendwelchen Sicherheitsgründen oder so, oder weil es die Technologie nicht zulässt. Dann bin ich natürlich hier fein raus, weil ich trotzdem Container standardisiert bauen kann, ohne den Daemon zu haben. Und die kann ich dann eben, wie ich es auch gemacht habe, einfach in ein Ding pushen. Dann reden wir noch ein bisschen über diese Cloud-Native-Buildpacks. Vorhin in dem Timeline-Chart habt ihr schon gesehen, die Buildpack-Idee ist noch nicht ganz neu. Die kam schon vor über 10 Jahren mit der Firma Heroku. Heroku, für die es nicht wissen, war damals so der erste Idee von der Public Pass, wo später ein Vorbild für die Cloud Foundry-Technologie war, so mit der Idee, Entwickler, gebt uns den Source Code, wir kümmern uns um den Rest. Dass quasi innerhalb von der Pass so ein Mechanismus vorherrscht, wie der Code wird detected, was es für einer ist, dann wird der notwendige Build- und Run-Mechanismus drumherum gepackaged und es wird exportiert als Runnable Artifact. Dieses Runnable Artifact würde man heute wahrscheinlich Container Image nennen. Und dieses Konzept wurde dann von Heroku weiterentwickelt. Das wurde auch von Cloud Foundry übernommen und war aber in dem Teil immer nur von der Idee quasi als Teil innerhalb der Plattform und nie als externe Möglichkeit. Und erst mit dem ganzen Hype um Docker und Kubernetes ist natürlich der Container-Build mehr zu so einem Massensport geworden. Und da kam dann die Idee auf, warum kann man nicht die Technologie nicht, die was in den PaaS-Umgebungen schon vorherrscht, auch externalisieren. Und so wurde dieses Cloud-Native-Buildpacks-Projekt, kam auch in die CNCF. Das ist quasi so eine Referenz oder eine Definition oder eine Spezifikation, wie hat so ein Buildpack auszusehen. Und dann gibt es eben diese Implementierung von Paketo. Das ist ein Subprojekt von Cloud Foundry, das eben verschiedene Buildpacks umgesetzt hat. Nun, das ist vielleicht alles ein bisschen kompliziert. Ich versuche es mal aufzulösen. Wie das funktioniert? Man sieht hier sehr schnell, man braucht hier auf jeden Fall einen Container-Daemon. Anders geht es gar nicht. Und ich brauche eine eigene CLI, die nennt sich Pack.
Und bei dem Pack übergebe ich eigentlich grundsätzlich nur ich starte sie quasi im Root Directory von meinem Projekt. Ich habe das die Woche schon mit einem .NET-Projekt gemacht. Hier meistens, ich habe es mit Java-Projekten. Und dann greift dieser Buildpack-Mechanismus, der dann sagt, okay, ich lade jetzt ein sogenanntes Builder-Image runter. In diesem Builder-Image ist alles drin, was ich brauche. Alle Buildpacks und den Detection-Mechanismus und so weiter und so fort. Dann wird sie das Builder-Image diesen Code anschauen und dann sagen, okay, ich erkenne das als Go, Ruby, Python, was weiß immer was Projekt und fange das an zum Bauen und baue das in ein Application-Image mit einem Base-OS und verschiedenen Layers. Und so funktioniert das quasi für verschiedene Frameworks und Programmiersprachen vollkommen identisch. Was hier noch als Feature dazukommt, ist die Möglichkeit, die Images zu rebasen. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, grundsätzlich sind die oberen Layer wichtig, weil die ändern sich ständig. Jetzt sage ich was ganz Neues. Es gibt natürlich auch die Situation, dass sich an der Applikation gar nichts ändert, aber dass ich meinen Base-Layer austauschen muss. Wenn zum Beispiel in meinem Operating-System-Layer irgendeine Vulnerability bekannt geworden ist, die es zum Zeitpunkt von dem Build eben zwar gab, aber die man da noch nicht kannte, dann können die Buildpacks eben auch rebasen. Das heißt, sie nehmen ein bestehendes Image und übernehmen alle Layer on top und tauschen nur den unteren aus. Wozu das führen soll, werde ich gleich sagen. Jetzt haben wir hier mit Paketo eine Implementierung für diese Buildpacks und die haben Support für PHP, Go, Node, Ruby, Apache, .NET und Java natürlich. Und jetzt kommen wir in die Situation, sagen, wenn ich jetzt in einer Microservice-Welt unterschiedliche, eine polyglotte Umgebung habe. Das heißt, vielleicht habe ich nicht, wie früher bei traditionellen Applikationsservern, die haben mich ja gezwungen, ein Java-Framework oder eine Java-Version zu verwenden, habe ich vielleicht unterschiedliche Versionen oder auch unterschiedliche Frameworks. Und wenn ich jetzt unterschiedliche Entwicklungsteams habe, dann stehen die natürlich auch alle an dieser Entscheidung, wie bringe ich da meinen Code in den Container. Und dass die alle die gleichen Base-Images und gleichen Build-Prozess nehmen, ist wahrscheinlich erstmal unwahrscheinlich. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe einen Mechanismus, der für die alle funktioniert, dann weiß ich auch, was in jedem Stack von einem Image drin ist. Und wenn so eine Vulnerability auftaucht, kann ich sehr schnell sagen, also entweder haben es alle oder hat es keiner. Beziehungsweise entweder haben es alle die wo mit der Variante gebaut werden, oder die haben es eben alle nicht. Bei Cloud Foundry ist es so, dass die genau ein einziges Base-Image haben für alles, was in Cloud Foundry läuft. Das heißt, hier ist sofort klar, wenn irgendein Patch kommen muss, müssen alle gepatcht werden oder niemand. Und da kommt natürlich dann diese Rebase-Funktionalität zum Tragen. Jetzt schauen wir uns das noch an. Jetzt haben wir hier unser Beispiel diesmal nicht mit generischem Code, sondern mit Java. Dann rufe ich dieses Pack auf, dann wird dieses Paketo Builder Image geladen. Der erkennt dann meinen Code, der baut das Image und der macht eben auch diese Unterteilung in Dependency Jars, Resource Files, Class Files und so weiter. Habe ich jetzt einen besonderen Fall von einem Spring Boot Projekt über Version 2,4, soweit ich weiß, bin ich mir nicht ganz sicher. Dann kann ich diesen Mechanismus auch in meinem Maven Gradle Build einhängen. Ich finde zwar die Pack-Variante grundsätzlich besser, weil das quasi auch meinen Maven oder Gradle-Build quasi in dem Builder-Image ausführt. In dem Falle wäre das anders, aber geht natürlich trotzdem. So, dann zeige ich auch das noch kurz. Hier ist es dann sehr angenehm, also ich bin jetzt hier in meinem Umfeld und sage jetzt einfach nur Pack-Build. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass es kein neues Bilder-Image gibt, weil das dauert zum Runterladen immer ziemlich lang. Einen Punkt brauche ich natürlich nicht, das ist noch, weil ich so viel mit Dockerfiles arbeite. So, nein, ich habe natürlich Pech, es gibt ein neues Bilder-Image, das heißt, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, was zum Erzählen. Dieses Bilder-Image ist leider ziemlich groß, weil es, wie gesagt, alle
alle Sachen enthält, die ich hinterher potenziell brauchen könnte, um so eine Anwendung zu bauen. Das heißt, im Klartext zieht er sich jetzt quasi dieses Ding, bevor er mit dem Lifecycle und Build anfangen kann. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht ganz so lange. Ich glaube, wir sind schon hier im unteren Bereich. Und da kommen wir natürlich auch zurück zu meiner Frage von meinem Kollegen. Ja, was ist jetzt das beste Base-Image? Und meine Frage ist natürlich eher, wer ownt denn dieses Image? Wenn ich eine Situation habe, dass die Verantwortlichkeit beim Entwickler liegt und ein Entwickler hinterher dann verantwortlich ist für einen Stack in seinem Image, den er selber gar nie gebaut hat, dann ist das natürlich nicht sehr toll, beziehungsweise das geht halt dann so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Und dann ist die Frage, wer hat nun den schädlichen Code in die Firma gebracht? Gibt es in der Firma ein dediziertes Team, das sagt, okay, wir kümmern uns um Base-Images, die sind sauber, die sind gewartet und ihr dürft nur die verwenden? Dann ist das natürlich eine andere Geschichte, weil dann habe ich jemand, der dafür was verantwortlich ist und sich darum kümmert. Ansonsten nimmt das natürlich nur der Entwicklung Zeit weg, die es eigentlich für die Entwicklung verwenden sollte. Und das sollte in meinen Augen eher die Frage sein, weil man sieht es im Java-Umfeld, ich finde hier sehr, sehr schnell sehr viele Images. Wahrscheinlich wird aus jedem Entwicklungsprozess irgendein anderes sprießen. Und dann ist natürlich die Gefahr, dann wenn ich sage, okay, die darf ich hinterher alle gar nicht verwenden, dann fange ich natürlich von vorne an. Und mit der Variante hier, jetzt ist er leider schon durchgelaufen, aber ich kann es ja kurz zeigen, nachdem jetzt mit dem Image fertig war, läuft er dies durch diesen Detection-Mechanismus. Und da sagt er, okay, er hat erkannt, das ist eine Java-Anwendung, Version 8. Er hat einen JDK, einen JRE, was er schon mal runtergeladen hat. Das heißt, den kann er wiederverwenden und baut dann den Code innerhalb von dem Container und packt den hinterher in unterschiedliche Layers in das Image rein. Und damit ist er fertig. Das heißt, ich musste jetzt hier nichts über Java wissen. Mein Command war einfach nur pack build. Und wenn ich jetzt hier nochmal reinschaue und sage, okay, nehmen wir mal an, ich oder beziehungsweise ich zeige vielleicht noch kurz die andere Variante. Wenn ich das aus einem Maven-Kontext aufrufe, dann müsste ich halt als Spring Boot eben diesen Build-Image-Flag setzen und ihn hier hinten dann eben angeben, wie soll denn mein Image heißen. Und ich jetzt eben Job-Demo. Und dann geht er hier durch und würde den eben aus Maven raus den Build-Prozess ausführen. Das heißt, hier baut er den Char, die Char-File lokal und ruft dann nur den Mechanismus von Buildpacks für die Paketierung auf. Was natürlich jetzt hier wirklich schön ist, der kann die POM-File auslesen und anhand von da die Anwendung bauen. Das heißt, ich habe jetzt hier in dem Fall eine Java 8-Anwendung. Dann wird er mir die zusammenbauen. Und während der das noch macht, gehe ich jetzt mal her und sage, ich ändere das auf Java 11. Müssen wir noch warten. Okay, jetzt hat er's. Und ich führe den gleichen Code nochmal aus. Dann würde er im nächsten Durchgang wahrscheinlich sofort erkennen, es hat sich was geändert, ich muss neu bauen. Aber der Paketo-Mechanismus würde auch sehen, ich habe jetzt eine andere Java-Version. Das heißt, er holt sich er baut ein anderes Base-Image zusammen. Er sieht, die 11 hat er detected und lädt sich jetzt den zugehörigen JRE dafür runter. Und das ist halt das Angenehme, dass ich so den Build-Prozess theoretisch auch jemand übergeben kann, der sich gar nicht zwingendweise sagen mit dem Framework auskennen muss. Also ich habe, wie gesagt, ich habe noch nie .NET programmiert, außer die Woche kam ich in so ein Projekt, konnte aber relativ schnell mit Paketo den Container dazu bauen, wo in dem Container quasi Anwendung gebaut wird und paketiert wird, ohne dass ich mich da reindenken muss. Und
Das ergibt natürlich dann einen Vorteil, wenn ich verschiedene Frameworks oder Sprachen habe, wo das unterstützt wird. Oft ist es auch nicht möglich. Ich hatte auch schon genug Fälle, wo, ich weiß jetzt zum Beispiel hier in dem Maven-Build, dann irgendwelche Container gestartet worden sind für Integration-Tests und sonstige Geschichten. Das wird dann wahrscheinlich den Build irgendwann brechen. Wenn ich anfange, in einem Container andere Container zum Launchen, weiß ich nicht, wie aufwendig das denn von der Konfiguration ist. Das heißt, wenn es nicht geht, kann ich ja immer zurückfallen auf Docker-Files. Aber wenn, falls es geht, ist es natürlich eine interessante Alternative. Gut. Das Einzige, was ich noch zeigen wollte, ist, ich glaube, diese Seite hier. Auf der Seite von Buildpacks gibt es auch so eine Feature-Übersicht, wo eben beschrieben wird, ja, was kann denn das alles? Und ich meine, hier unten ist dann auch eine Übersicht mit Buildpacks, Dockerfile oder das Source to Image von Red Hat, was auch eine sehr coole Technologie ist. Logischerweise fällt die Bewertung natürlich hier für Buildpacks auf der Seite von den Buildpacks sehr gut aus. Das heißt, da würde ich jetzt gar nicht so mal viel drauf geben. Aber was ich natürlich hier sehr gut rauslesen kann, sind, was gibt es denn überhaupt für Faktoren, die ich mal in, die für mich und meinen Entwicklungszweck irgendwie relevant sind. Und dann anhand von den Kriterien zum Schauen, kann das mein jetziger Mechanismus überhaupt so, wie es technisch möglich ist oder wie es vielleicht für uns viel sicherer oder stabiler wäre. Gut, das wäre es im Großen und Ganzen. Jetzt gehe ich mal zurück. Vielen Dank schon mal, Matthias. Also im Moment, wenn ich es richtig sehe, hat es keine neuen Fragen gegeben. Aber Alexandre hat die erste Frage von Thomas beantwortet oder mindestens ein Fragment dazu beigesteuert. Okay, also vielen Dank an der Stelle. Ich hätte mich da wahrscheinlich erstmal schlau machen müssen. Genauso mit den Test Reports. Da wir haben so ein Test- und Quality-Team, an die würde ich wahrscheinlich die Frage mal mitnehmen und weiterleiten. Aber ich, oder beziehungsweise ich müsste eben mal ausprobieren mit dem experimentellen Cache. Ich weiß natürlich nicht, wie lange wir jetzt hier heute noch eingeplant haben. Ich bin jetzt schon seit ein bisschen über eine Stunde da dran. Also ich mache sonst einen Vorschlag. Du kannst uns, wenn du da was rausfindest, kannst du uns das gerne mitgeben und dann können wir das verteilen über unsere Mail. Wir senden sowieso eine Nachfassmail an alle, die sich angemeldet hatten und dann können wir das da reinpacken. Genau. Ich meine, oder wenn sonst irgendwelche Sachen sind, ihr findet mich jetzt logischerweise hier über GitHub. Ich habe auch einen Twitter-Account, auf dem ich relativ aktiv bin oder ansonsten irgendwelche LinkedIn, Xing, alle möglichen Social-Kanäle einfach gern anschreiben, wenn noch irgendwas, irgendwelche Fragen im Nachgang aufkommen. Super. Ja, vielen Dank. Und ich empfehle allen, noch kurz dabei zu bleiben und dann mit uns rüber ins Wonder zu wechseln. Und dann könnt ihr die Fragen natürlich direkt dann auch noch an Matthias stellen. Sonst ganz herzlichen Dank dir. Ist für dich okay, wenn ich noch quasi die Outro-Slides zeige? Absolut. Gut, dann wechsle ich mal wieder auf meine Slides. Ihr werdet, wie eben gesagt, eine Nachfassmail von uns erhalten. Da hat es dann vielleicht noch die eine oder andere Frage mit Antwort darin. Und da hat sicher dann auch einen Link auf das Feedback-Formular drin. Also bitte füllt das dann aus. Ihr könnt das machen mit Anklicken, aber es hat auch Freitextfelder. Da könnt ihr uns und Matthias Feedback geben zum Talk. Wir sind immer sehr interessiert an eurem Feedback, weil das letztlich uns auch ermöglicht einzuschätzen, wo sind wir gut und wo können wir gemeinsam noch besser werden. Vielleicht ein Punkt habe ich vergessen, also es lohnt sich wegen dem Feedback zu geben, weil wir lernen, aber es lohnt sich für euch effektiv auch, weil wir verlosen jeden Monat eine Toolbox-Lizenz von JetBrains, also könnt ihr irgendein Tool aus ihrer Palette damit ein Jahr lang dann lizenzfrei oder eben mit einer Lizenz von ihnen betreiben. Die nächsten Events geht doch auf www.jugc.ch, dann seht ihr, was wir wo als nächstes geplant haben.
Unsere Events, die sind in der Regel schon am Sonntag nach dem Event auch auf YouTube verfügbar. ytjuk.ch ist die URL und schaut doch da mal vorbei, was ihr so verpasst habt. Wenn ihr gerne in unsere Slack-Community kommen wollt, das könnt ihr anmelden unter slackjuk.ch. Und dann bin ich wirklich auf dem letzten Slide. Vielen Dank an Matthias. Du wirst von uns ein kleines Dankespaket erhalten mit dem Präsent für den Speaker. Das ist unser ultimatives Chuck Multitool. Ich glaube, cool. Du bist zum ersten Mal Speaker bei uns und hast das noch nicht. Nee, das ist auch nicht üblich, dass es sowas gibt. Also, ja, doch. Das gehört dazu. Also du wirst so ein tolles Werkzeug bekommen. Und vielen Dank natürlich auch an euch alle, die ihr da bis zum Schluss dabei gewesen seid. Ich habe den Talk sehr spannend gefunden, sehr gut auch didaktisch aufbereitet, hat Spaß gemacht und vielen Dank auch an euch, dass ihr da mit dabei wart. Und ein Dank auch an unsere Sponsoren, die ihr hier seht, die letztlich all das ermöglichen, dass wir das so durchführen können, wie wir das tun und uns die finanzielle Grundlage dazu bieten. Ganz herzlichen Dank für die Treue. Und im Hintergrund haben wir die Ursula im Office, Backoffice, die Eventausschreibung jeweils vorbereitet und macht, die Newsletter rauslässt. Und Markus, der heute Abend auch im Hintergrund mit dabei war, die Regie gemacht hat von Big Marker und dann im Anschluss auch das Video schneiden und auf YouTube veröffentlichen wird. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt sage ich einfach nur noch, bleibt dabei und dann sehen wir uns im Wander wieder. Vielen Dank, Matthias. Tschüss zusammen. Danke auch von mir. Ciao.